Hallo, mein Name ist Rainer Gerhardt. Ich möchte kurz zeigen, warum beim Kunstgalerieproblem tatsächlich in einem Polygon mit n Ecken mindestens n Drittel Wächter erforderlich sind. Das klassische Beispiel dazu ist das sogenannte Toblerone-Polygon. Das heißt, sowas halt sehr, sehr stark aussieht wie so ein Toblerone-Schokoriegel. Und zwar ist das so eine Spitze, dann ist der Steg dazwischen wichtig, da wo die Schokolade sonst bricht. Wenn man im Beispiel bleibt, dann haben wir wieder eine Spitze. Das Ganze kann ich ins Unendliche verlängern, bis dann zu einer letzten Spitze. Die geht dann hier runter, das geht auch schon ein bisschen tief runter. Und hier unten wird das dann beendet. Wie gesagt, ich kann es. Hier ist eigentlich auch Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen in so unendliche Verlängerung, sodass es also auch ein Beispiel ist, das in allen Fällen greift. Jede Spitze hat drei Punkte, da kommt nämlich gleich unser ein Drittel hier her. Und man kann jetzt sehen, dass ich jede Spitze, wenn ich mal die Sichtbarkeitspolygone in grün noch einzeichne, die künstlichen Kanten, dann gehen die hier so rüber und hier so, und hier so. Also egal was ich mache, ich habe hier immer einen Bereich, von dem aus ich die Spitze nicht einsehen kann. Das heißt, ich benötige auf jeden Fall für jede dieser Spitzen einen eigenen Wächter. Den kann ich beispielsweise hier oben direkt in der Spitze positionieren, hier auch in der Spitze positionieren. Dann sehe ich natürlich den gesamten Bereich, Sichtbarkeitspolygon, aber ich sehe hier unten den Teil nicht. Deswegen muss ich in mindestens einer Spitze den Wächter unten positionieren, sodass er also in den gesamten Bereich hier unten schauen kann und hier oben. Und damit kann ich dann das gesamte Polygon bewachen. Wichtig ist bei dem Beispiel noch, das kann man recht schnell und relativ einfach versauen, wenn man das zu tief zeichnet. Zu welcher Linie gehen wir denn da? So, dann passiert nämlich Folgendes. Oder wenn man die Stege weglässt, passiert natürlich genau das Gleiche. Dass wenn ich dann mal hier die künstlichen Kanten nehme, da sieht man es schon, dann laufen die Sichtbarkeitspolygone der einzelnen Wächter nämlich hier in diesem Bereich zusammen. Und was dann passieren kann, ist, dass wenn ich meinen Wächter nicht da oben positioniere, sondern jeweils hier unten, dann kann ich tatsächlich mit sehr viel weniger Wächtern das Polygon bewachen. Ich brauche nämlich dann für je zwei Spitzen nur eine. Und je tiefer das ist, desto entsprechend besser sehe ich das. Also von daher ist, wenn man das Beispiel verwendet, ist wichtig, dass der Bereich hier recht flach ist. Und wenn die Stege nicht da wären, dann hätten wir das ja immer, wenn die direkt aufeinander sind, dann ist natürlich jeder Punkt, also wenn ich jetzt das Polygon zeichne ohne Stege, ich mache es hier mal ganz kurz und nur mit zwei Spitzen und ich mache es jetzt sogar ganz eng, ändert aber nichts daran, dass auch hier für jeweils zwei Spitzen dann der Wächter, ich positioniere den mal hier, dass dessen Sichtbarkeitspolygon natürlich das umfasst, das hier unten umfasst, aber eben das hier oben auch. Das heißt, da komme ich dann wieder damit aus, dass ich einen Wächter für zwei Spitzen habe. Und dann bin ich halt bei n Sechstel.